Und online ist aber gerade mal veröffentlicht worden, Folge 9. Also da seht ihr, ich nehme jetzt schon ein bisschen im Voraus hier auf, damit ich hinterherkomme, weil ich ja nicht immer Zeit habe zum Aufnehmen. Gerade jetzt, wenn mein eigenes Browser-Game am Anlaufen ist oder schon angelaufen ist. Ich weiß es ja nicht. So, was heißt, ich weiß es ja nicht. Also, wenn die Folge hier erscheint, denke ich mal, dürfte die Alpha schon fast rum sein. Von meinem Spiel. Er steht nicht mehr. Die Schatten haben die ganze Mine entvölkert. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es bald niemand mehr auf dieser Insel. So, 10 Gold erhalten. Ja, Bettchen. Jetzt können wir hier noch die ganzen Lager durchschauen, ob wir noch was finden. Aber die Schatten hier haben eben schon sehr viel mitgehen lassen, wie man sieht. So, knacken mal das Schloss noch. Schattenklinge. Golderz, 5 Stück und eine Spitzhacke. Ja, so schön ist das nicht hier, was hier passiert. So, hier ging es ja nur runter. Da sind wir vorhin runtergelaufen, ne? Ich glaube, wir haben jetzt hier alles durch. Also ich wüsste nicht mehr, wo es jetzt hier noch was zum Abbauen gibt. Die Mine ist ein bisschen undurchsichtig. Was? Was war denn da? Ach, Meißel. Och, packen wir an. So, aber wir hätten jetzt die nächsten 2 Minen schon befreit. So, jetzt ist es hier mittlerweile Nacht geworden. Ich glaube, wir sollten uns jetzt hier mal eine Weichen pennen gehen. Bis zum nächsten Morgen. Ach Gott, schon wieder. Oh Gott, wer ist denn das da? Gibt's hier Seelenstaub? Ah, wer bist du denn? Ursigor? Ein Menschengeist. Hallo. Und er spricht mich völlig furchtlos an. Ah, muss ich denn Angst vor dir haben? Du weißt nicht, wer hier vor dir steht, oder? Ich bin Ursigor, Titanenlord und Herr über Land und die Elemente. Wer bist du? Ein ehemaliger Berater im Kampf um sein Leben. Der sieht Unsinn, du bist nur ein Scharlatan. Naja, sagen wir das Erste. Ein ehemaliger Piratenkapitän im Kampf um sein Leben. Dann bist du der Grenzgänger, der die Schatten herausfordert. Ich habe schon von dir gehört. Es heißt, du hättest großes Potenzial für einen Menschen. Wenn du der Titanenlord Ursigor bist, dann bist du für die Zerstörung unserer Welt mitverantwortlich. Es ist Krieg. Da ist vieles unvermeidbar. Ach ja? Dank eures Titanenkrieges sind Tausende getötet und das Land im Norden verwüstet worden. Manche Opfer müssen für ein höheres Ziel erbracht werden. Höheres Ziel? Was für ein Wahnsinn soll das sein? Wie ich sehe, ist dir nicht viel geblieben. Außer deinem Mut. Hilf mir. Ich will mein Leben zurück. Du brauchst meine Hilfe nicht, Grenzgänger. Du kannst dich hier im Schattenreich und auch in der Welt der Lebenden bewegen. Damit hast du große Macht. Du musst nur noch lernen, sie zu nutzen. Ich werde dich beobachten, wenn es stimmt. Was man über dich sagt, dann werden wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, nimm deinen Kopf aus der Schusslinie. Warte mal. Ui. Ach, mein Schädel. Ja, diesmal haben wir Ursigor getroffen. Kopf aus der Schusslinie nehmen. Das ist unsere Spezialität. Na, Bones, ziehst du dir eine zwischendurch, oder was? So, hier hätten wir die Höhle erkundet. Und wo wäre jetzt die letzte? Da unten oder was? Da kommen wir doch gar nicht hin. Ich glaube, da hinten irgendwie.
Vielleicht können wir irgendwie dahin da gehen. Nimm den Kopf aus der Ziellinie. Okay. Na gut, wenn der das sagt, wird das schon stimmen, nicht wahr? Da kommen wir mit Sicherheit nicht hin. Da unten waren wir schon. Was ist das da? Diese kleine Insel. Da ist ja der Hafen. Ach, ganz da am Hafen. Ich glaube, da müssen wir mal hin. Teleportieren wir uns mal dahin. Und versuchen mal zurück zum Hafen zu gelangen. Ich glaube, da müssten wir doch nur durch die Höhle gehen. Hier oben. Und schon dürften wir dann wieder am Hafen ankommen. Und dann da ganz runter auf die kleine Südseeinsel. War da nicht noch eine Mine? Ich weiß es nicht. Oh, halt, was war denn hier? Nanu? Brown? Was bist du? Bist du auch hier, um meine Seele zu fressen? Ach, also nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir trauen? Freilich. Vielleicht bist du auch nur hier, um zu den Pilzen zu beten? Was erzählst du da? Ich? Nichts. Ich erzähle nichts. Du verwirrst mich. Warum verwirrst du mich? Dein Kopf, er dreht sich im Kreis. Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Angst? Ich? Niemals. Sehe ich etwas aus, als hätte ich vor irgendetwas Angst. Aber Raka, dieser Gnom, vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Er kann dein Gehirn aufweichen. Aha. Es ist wahr. Komm ihm bloß nicht zu bloß nahe. Nicht. Was ist mit dir passiert? Ich weiß. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich bin zusammen mit Raka in diese Höhle geschwebt und plötzlich, bäm! Ich glaube, die Pilze hier haben dir nicht gut getan. Pilze? Du bist doch kein Pilz. Jetzt dreh mal nicht durch hier. Ich werde auf jeden Fall keinen Schritt mehr hier rausgehen. Okay. Wo ist dieser Gnom? Oh, das willst du gar nicht wissen. Er bewacht den unteren Ausgang dieser Höhle, damit ich nicht zurück kann. Er hat mir meinen Rückweg abgeschnitten. Aha. Ich werde dafür sorgen, dass der Gnom abhaut. Man haut keine Gnome. Hat dir deine Mutter denn gar nichts beigebracht? Warte einfach hier. Die Jugend. Sag dem Monster, dass er ins Lager gehen soll. Hier kann ich nicht mit ihm reden. Die gefährlichste Gnomenwelt, was? Jetzt betet er zu den Pilzen hier. Der ist echt nicht ganz sauber. Der hat echt eine Schraube locker. Oh, Ratte. Zack. So, wo ist der Gnom? Gnom. Ach, da bist du ja. Du bist also der fiese Gnom. Raka. Oh, noch ein Homie. Raka hat Angst. Ihr Homies verrückt. Ihr alle verrückt. Ich bin nicht verrückt. Lass mich in Ruhe, Homie. Ich will nach Hause ins Tiefland, wo nur Gno leben. Mhm. Was machst du hier? Ich bin hier gekommen mit Brownie, aber Brownie hat Schaden gekriegt. Er macht mir Angst. Redet nur noch wirre Sachen. Raka befürchtet, dass Brownie hat zu viele Pilze in der Höhle gerochen. Raka möchte weg hier, aber Raka will seinen Homie nicht alleine lassen. Okay. Was wolltet ihr in der Höhle? Raka ist Gno von Brownie. Wir sollten holen Dingi von Hafen. Auf Rückweg ins Lager, meinte Brownie. Hey, lass uns gehen durch die Höhle. Plötzlich ist Brownie gestolpert und mit Gesicht in Pilze gefallen. Oh Gott. Den Rest kann ich mir denken. Okay. Brown sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er traut sich nicht an dir vorbei. Hä? Er hat zu viel Pilze hier eingeatmet. Er hat Angst vor dir. Angst vor Raka? Das ist Blödsinn. Wenn ich gehen, dann Brownie wieder normal? Vermutlich. Okay, Raka wird gehen. Ich warte auf ihn in Lager. Danke, Homie. Hier hast du Oro. Sag Brownie, dass er in Lager kommen soll. Raka wird warten. Okay, durchgeknallte Homies. Holen wir mal den Brownie wieder hier zur Vernunft. Raka ist weg, Brownie. Keine Angst mehr. Raka sagt, du sollst ins Lager gehen.
Ich glaube, er hat Angst vor dir. Dieses Monster hat Angst vor mir? Du solltest aus dieser Höhle verschwinden. Die Pilze hier tun dir nicht gut. Aber die Pilze sind meine Freunde. Vielleicht hast du ja recht. Ich fühle mich so komisch, seit ich hier bin. Hier, das haben sie mir gegeben. Wenn ich weggehe, werde ich es nicht mehr brauchen. Ich werde jetzt die Felsen zum Lager hinaufklettern. Mach du mal. 264 Gold. Ui, da waren die Pilze aber ganz schön spendabel. So spendabel könnte sie mir auch mal sein, hey. 264 Gold von Pilzen bekommen. Hoi. Na gut, wenn er meint. Wenn er meint, dann wird das so in Ordnung sein. Was ist denn das eigentlich für eine Höhle? Ach, hier waren wir ja schon zu Anfang drin. Das ist ja die Höhle, wo wir bloß kurz was gejagt hatten. Mit Bar? Wie ist er? Bar? Ich weiß es nicht. Oh, geht's denn hier lang? Das ist ja mal interessant. Ein Aufstieg gefunden. Aha. Aha. Also hier, glaube ich, geht's nicht hoch, aber da hinten. Für was ist das hier gedacht? Oh, eine Kiste. Kisten sind immer gut. Oh ja, die können wir sogar knacken. Da liegt eine Voodoo-Puppe wieder auf der Seite. Immer diese Voodoo-Puppen. Zack. Einfach von hinten nach vorne durchziehen. 2 Wein, Silberbecher, silberne Karaffe, magischer Kristall, 5 Stück. Das war nicht so schlecht. Die Ausbeute jetzt war echt nicht... Wow! Nicht so schlecht. Hau ab! Du scheiß Felsspinne. Und genug mit Spinnen zu tun gab die letzte Zeit. Also. Dann nehme ich mir noch den Baumwürger mit. Den gibt es auch nicht so oft. Könnte man auch noch irgendwann mal gebrauchen. So. Und schon wären wir wieder unten. Hallo Baker. Und? Hast du dich im Magierlager umgesehen? So ist es. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Ich für meinen Teil finde, es gibt nichts Besseres als ein Wächter zu sein. Du solltest dir überlegen, dich uns anzuschließen. Okay. Werde ich mir mal überlegen. Wird bestimmt auch so werden. Ich will mal auf die kleine Insel gehen. Die wir da gesehen haben. Ich muss erstmal nur rausfinden, wo die ist. Da oben waren wir. Wir müssen jetzt im Prinzip rechts raus vom Hafen. Aha, okay. Da, wo die Gnome zu Anfang waren. Die Kobolde. Dann gehen wir mal da raus. Was? Halt. Marbucks Notizen erhalten. 1 von 7. Ach. Müssen wir denen seine Notizen zusammensammeln, oder was? 2 von 7. 3 von 7. Na, wo kann denn der den überall hin verlegt haben? Da! 4 von 7. Da ist noch eine. 5 von 7. Liegen bestimmt noch mehr rum. Da liegt noch eine. 6 von 7. Und hier hinten bestimmt noch irgendwo. Ah, da. 7 von 7. Marbuck, deine Notizen. Was willst du noch? Ich habe zu tun. Der verdammte Wind hat all meine Notizzettel quer über den Hafen gepustet. Dann sammel sie doch wieder ein. Ich werde sie sowieso nicht alle wiederfinden. Wahrscheinlich werde ich meine Arbeit von vorne beginnen müssen. Nee. Wenn du willst, suche ich die Notizzettel für dich. Wenn du das schaffst, wäre ich dir wirklich dankbar. Diese Notizen sind mir einiges wert. Sie sollten alle hier irgendwo am Hafen herumliegen. Vermutlich irgendwo auf dem Boden oder zwischen den Kisten.